Dieses Jahr haben wir als Überschrift für den Krebstag die Worte von Harry Belafonte benutzt. Der wahre Terror in der Welt ist die Ignoranz. Ich möchte Sie mal was fragen. Wer von Ihnen kennt die Hauptstadt von Kalmykien? Finger hoch. Ich mache es einfacher. Wer von Ihnen kennt eigentlich Kalmykien? Noch einfacher. Wo liegt überhaupt Kalmykien? Afrika? Australien? Asien? Soll ich Ihnen sagen? Kalmykien liegt in Europa. Ist ein Staat wie Deutschland, Österreich oder Schweiz in Europa. Elista heißt übrigens die Hauptstadt. Und vor 3 Wochen gab es dort einen großen Aufstand gegen den Präsidenten, gegen Irsan Iljumschinow. Kirsan Iljumschinow ist übrigens kein unbekannter Mann. Er ist ein sehr großer, mächtiger Ölmagnat und er ist Präsident, die Schachspieler unter Ihnen kennen ihn vielleicht, er ist Präsident des Weltschachverbandes FIDE, immerhin der zweitgrößte Sportverband auf diesem Planeten, nach Fußball. Und niemand kennt ihn. Vor 3 Wochen wurde also dieser Aufstand in Elista niedergeschlagen, recht blutig. Niemand weiß es. Niemand hat darüber berichtet. Etwas ganz einfacher, Darfur. Darfur bin ich davon überzeugt, kennt fast jeder von Ihnen. Diese Stadt im Sudan. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben derzeit im Monat mehr als 10.000 Menschen dort. Die meisten von ihnen werden mit Macheten bestialisch ermordet. Viele innerhalb der WHO sprechen im Moment die Worte aus, wir haben Angst, dass im Sudan ein zweites Ruanda passiert. In Deutschland wissen die Menschen noch nicht mal, was in Ruanda passiert ist, als mehr als 800.000 Menschen niedergemetzelt wurden. 800.000 Menschen. Und niemand interessiert sich dafür. Warum eigentlich nicht? Ich möchte Ihnen sagen, wieso. Wir werden tagtäglich, vor allem in den TVs, aber auch in den Printmedien, mit allem möglichen Quatsch überzogen und mit Informationen, wo ein paar Menschen bestimmen, was wichtig ist auf dieser Welt. Wir werden überzogen mit den großen Problemen wie 11. September, Afghanistan, Irak und natürlich jeden Tag Palästina und Israel. Bitte nicht missverstehen, bitte tun Sie mich nicht missverstehen. Ich bin der Allerletzte, der sagt, dass Israel und Palästina kein Problem hat. Nur. Mit den wirklich großen Weltproblemen hat das nichts zu tun. Ich möchte Ihnen mal ganz kurz zeigen, welche Herausforderungen wir auf diesem Planeten derzeit haben. 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Wasser. Fast jeder zweite Mensch auf diesem Planeten lebt mit weniger als $2 pro Tag und so weiter und so fort. Bevor Sie jetzt denken, bin ich hier auf dem falschen Kongress oder wie? Ich sage Ihnen, was hat das mit Krebs zu tun? Dass über diese Tatsachen berichtet wird, passt ein paar Menschen auf diesem Planeten einfach nicht in deren Lebenskonzept. Und aus diesem Grund werden diese wirklichen Weltprobleme, die die meisten Menschen haben, die werden genauso ignoriert, wie in allen Medien derzeit in Deutschland ignoriert wird, dass Dr. Hamer vor 5 Wochen einfach in Spanien verhaftet wurde, seither frierend in Madrid im Gefängnis sitzt und kurz vor der Auslieferung nach Frankreich ist, was aus meiner Sicht sein Todesurteil bedeuten würde. Haben Sie darüber irgendwo gelesen, im Stern, Fokus oder sonst irgendwo, in Mona Lisa am Sonntag oder irgendwo? Nichts hören wir darüber. Absolut nichts. Stattdessen wird Folgendes gemacht. Es wird uns permanent von den Fortschritten in der Onkologie erzählt. Ich möchte Ihnen mal was zeigen. Das linke Telefon war in den Krankenhäusern in Deutschland von 1955 bis 1980 das meistverkaufteste Telefon. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie Ärzte heute telefonieren. Hier sehen Sie die meistverkauftesten Chemotherapien von 1955 bis 1990. Und jetzt zeige ich Ihnen die meistverkauften Chemotherapien im Jahr 2004. Es sind die gleichen. Es hat sich nichts geändert. Jetzt werden manche vielleicht von Ihnen, die nicht so in der politischen Materie drinstecken, sagen, aber der Hirneise, der kann nicht recht haben. Gerade bei Brustkrebs.
Speziell bei Brustkrebs, da haben wir doch riesen Fortschritte in den letzten 25 Jahren gemacht. Wir sehen es doch jeden Tag beim Stefan Frank, oder wie heißt der, Dr. Stefan Frank, den die Frauen lieben, und bei Schwester Stefanie. Wir sehen es doch jeden Tag, wir lesen es doch jeden Tag, welche großen Erfolge gerade bei Brustkrebs durch die Chemotherapie gemacht wurde. Was ist wahr? Das ist wahr. Ich möchte mich hier schon bei der Firma Der Spiegel bedanken, dass sie uns vorne die Exemplare umsonst hier für sie ausgelegt hat. In der Ausgabe letzte Woche im Spiegel hat Professor Hölzel, müssen Sie wissen, wer dieser Mann ist, das ist einer der obersten Schulmediziner Deutschlands, vom Klinikum Großhadern in München. Der hockt in mehreren Ausschüssen der deutschen Regierung, was Impfen bzw. hauptsächlich was Chemotherapien angeht. Den Mann kann man nicht alternativ nennen, aber dieser Mann hat Mut bewiesen. Dieser Mann hat nämlich Mut bewiesen, weil er hat seine Statistik vor 14 Tagen veröffentlicht. Und da sehen Sie etwas sehr, sehr Wichtiges in dieser Statistik. Von 1978 bis 1986 haben Frauen, wenn sie bei metastasierendem Brustkrebs mit Chemotherapien behandelt wurden, im Durchschnitt 24 Monate überlebt. Von 1994 bis 2002 haben Frauen im Durchschnitt weil den modernsten Chemotherapien nur noch 22 Monate überlebt. Jeder Arzt, der heute einer Frau mit metastasierendem Brustkrebs Chemotherapie verschreibt, der muss aus meiner Sicht zuerst einmal diesen Mann widerlegen. Das sind die neuesten Daten von 1976 bis 2002. Es gibt keine neuere Daten auf diesem ganzen Planeten. Was wird uns aber jetzt seit 25 Jahren erzählt, dass wir nämlich einen onkologischen Fortschritt haben? Also ich sage ganz ehrlich, da muss man Medizin studiert haben, um das zu verstehen, dass das ein Fortschritt sein soll. Ich als Nichtmediziner, ich verstehe das nicht. Ich bin ganz bekannt für ehrliche Worte und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, wir alle, Ärzte und Patienten, ich betone das, Ärzte und Patienten, wir alle werden verarscht und belogen, damit ein paar wenige Menschen auf diesem Planeten viel, sogar sehr viel Geld verdienen können. Und jetzt, werden Sie vielleicht sagen, und jetzt? Ja, ich sage auch und jetzt. Wird es irgendwelche Änderungen geben? Ich muss es knallhart sagen, nein, die wird es nicht geben. Das Deutsche Ärzteblatt hat jetzt gerade eben veröffentlicht, intensive Chemotherapie vorteilhaft bei Brustkrebs. Zur gleichen Zeit, wo Professor Hölzel das veröffentlicht, passiert nämlich Folgendes. In allen Magazinen, hauptsächlich für Ärzte, wird jetzt genau solche Arten von Studien gezeigt. Intensive Chemotherapie vorteilhaft bei Brustkrebs. Ich frage mich, sind die denn alle schwachsinnig? Das kann doch nicht wahr sein, dass solche Studien im Moment solche komischen Dinge erzählt werden, zur gleichen Zeit, als ein Professor Hölzel die genauesten Daten der letzten 25 Jahre aufzeigt, indem er klar sagt, bei Brustkrebs sterben die Frauen früher und nicht später. Oder etwas anderes ist äußerst interessant. Das wissen viele Menschen auch nicht. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was Helmholtz bedeutet. Helmholtz-Vereinigung sind in Deutschland alle Wissenschaftler im Grunde genommen vereint. Ups, ja, muss man ein bisschen drehen, ist sehr unscharf. Ah, ich kriege das leider nicht besser hin im Moment. Ich sage es Ihnen, ist gar nicht so wichtig. Ich sage Ihnen, was wichtig ist. Im Deutschen Krebsforschungszentrum wird jeder Mitarbeiter, man nennt es auf Neudeutsch, Drittmittel finanziert. Was bedeutet das? Im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, jeder vierte Mitarbeiter wird von Pharmafirmen bezahlt. Die restlichen 120 bzw. 130 Millionen Budget, das das Krebsforschungszentrum hat, wird von ihren Steuergeldern bezahlt. Ich frage mich, dort arbeiten, das wissen auch viele nicht, 1500 hochbezahlte Spezialisten. Da gibt es die meisten Professorentitel überhaupt in Deutschland auf einem Haufen. Ich frage mich, wann von unseren Steuergeldern, immerhin 250 Millionen D-Mark im Jahr, wann da endlich mal eine alternative Krebsstudie gemacht wird. Ich finde, wir als Steuerzahler, wir hätten absolutes Recht dazu. Und jetzt, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Beziehungsweise die Frage ist, was können wir denn überhaupt tun? Regierungen werden weiterhin Chemotherapien zulassen, können wir nicht verhindern. Krankenkassen
werden weiterhin jeden, wie nennt es so schön, wissenschaftlich anerkannten Quatsch bezahlen. Und Ärzte werden leider Gottes weiterhin ihren Patienten Chemotherapien verschreiben, in dem Glauben, dass sie das Beste für ihre Patienten tun. Und Patienten werden weiterhin leider diese Chemotherapien annehmen, weil sie nämlich ihren Ärzten vertrauen. Und das ist auch richtig so. Was können wir also tun? Ich habe in meiner Arbeit früher, ich habe 10 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe in meiner Arbeit in der Psychiatrie, hauptsächlich mit Alkoholikern, habe ich etwas für mein Leben gelernt. Und das war, dass nur erhöhter Druck einen Menschen dazu führt, dass er sich ändert. Jetzt verwechseln leider die meisten Menschen das Wort Druck mit Kampf. Ich kann verstehen, dass man gegen die da oben kämpft. Ich kann auch verstehen, dass man gegen die Schulmedizin kämpft. Aber wissen Sie, was ich auch verstehen kann? Ich bin Vater von 2 Söhnen. Ich kann auch verstehen, wenn Väter oder Mütter den Triebmörder ihres Sohnes oder ihrer Tochter umbringen möchten. Verstehen kann ich das sehr gut. Akzeptieren tue ich das absolut nicht. Der Druck, von dem ich hier rede und den wir alle gemeinsam ausüben sollten, ist der Druck der Liebe. Schauen Sie, Ärzte, die Chemotherapien verschreiben, das sind doch nicht grundsätzlich schlechte Menschen. Die werden genauso belogen wie die Patienten. Natürlich, ich sehe es in Ihren Gesichtern, natürlich gibt es auch unter Ärzten ein paar echte Halotris, ein paar echte Verbrecher. Aber sind wir doch ehrlich, die gibt es doch in jedem Berufsbild. Die meisten Ärzte, die ich zumindest in den letzten 10 Jahren kennengelernt habe und davor in meiner Tätigkeit im Krankenhaus, kann ich wirklich sagen, das waren sehr gute Menschen, die wollten das Beste für ihre Patienten und haben das Falsche gemacht. Aber nicht, weil sie schlechte Menschen waren, sondern weil sie uninformiert waren. Am 13. September, 2 Tage nach dem berühmten 11. September, wurde der Dalai Lama gefragt, was das für ihn bedeutet, der 11. September. Und er hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, dies ist eine große Chance für die Gewaltlosigkeit. Und er hat sich damit eigentlich aus meiner Sicht in die Bergpredigt eingereiht, in der es auch heißt, reagiert auf das Böse nicht. Gemeint ist in der Bibel, reagiert auf das Böse nicht mit denselben Mitteln. Wir alle können uns jetzt entscheiden. Wir können uns entscheiden, stellen wir uns hinter diesen verrückten W. George Bush und kämpfen weiter. Oder wir reihen uns ein in die Bibel, wir reihen uns ein in die gleiche Linie wie der Dalai Lama. Es liegt an Ihnen, für was Sie sich entscheiden. Ich sage Ihnen, ich habe mich für 2 Dinge entschieden. Ich habe mich dazu entschieden, den Druck auf die Ärzte so auszuüben, indem ich Menschen aufkläre, welche Ignoranz auf dieser Welt herrscht. Und indem ich Menschen darüber aufkläre, welche erfolgreiche Krebstherapien es auf diesem Planeten nämlich gibt. Stellen Sie sich doch mal folgendes Szenario vor. Sie sind Arzt und jeden Tag kommen Patienten in Ihre Sprechstunde. Und die Patienten sagen zu Ihnen, lieber Herr Doktor, Sie sind so nett, Sie sind so fürsorgend. Ich möchte Sie einfach mal drücken, wie nett Sie sind. Aber die Chemotherapie, die mir Sie verschreiben wollen, nein, danke, die möchte ich nicht. Drücken Sie Ihren Arzt und sagen Sie, nein, danke. Ich frage Sie, diesen Druck hält kein Arzt aus. Diesen Druck hält niemand aus. Das ist im Stile von, heute gibt es Chemotherapie und keiner will sie. Oder Sie machen es wie die Petra Hoffmann, ich habe sie noch nicht gesehen, ich weiß aber, glaube